Willkommen bei Still Alive. Mein Name ist Markus Weninger. Ich fange am Anfang an. Ich hatte vor 3 Jahren Hodenkrebs. Der wurde durch meinen Unterbauch operativ entfernt, ohne Chemo, ohne Bestrahlung, Gott sei Dank. 1,5 Jahre Nachsorgeuntersuchungen, 3 Jahre Rezidiv, heißt einen Tumor in Größe einer Orange auf meiner Nierenaorta. Metastasen in meiner Leber und 3 Monate danach ungefähr auch Metastasen in meiner Lunge. Damals hatte ich sehr viel Angst. 3 Wochen bin ich in Selbstmitleid geschwelgt, wie arm ich nicht bin, ich muss sterben. Dann habe ich angefangen, mein Leben in meine eigene Hand zu nehmen. Habe die letzten 150 Jahre Krebsmedizin nachgelesen, war bei 5 verschiedenen Ärzten, 5 verschiedenen Heilern, war in Deutschland bei einem Arzt, habe mir jegliche Krebstherapie aus dem Internet rausgeholt, die ich gefunden habe, diese angewandt, geschaut, wie gehen die Schmerzen weg. Der Tumor war auch schon dabei, meine Niere zu verdrängen. Also ich bin mit Koliken ins Spital gekommen. Der Arzt hat mir gesagt, schau, 1 Jahr hast noch zu leben, wenn du keine Bestrahlung oder Chemo machst. Dein Tumor drückt jetzt schon gegen deine Niere, das wird nicht besser, das wird nur schlimmer, der wird größer. Dann habe ich herausgefunden, dass das Krebs immer von 4 verschiedenen Komponenten hervorgerufen wird. Das ist eine Verstopfung des lymphischen Systems. Jeder weiß, wir haben 4 Liter Blut, keiner weiß, wir haben 8 Liter Lymphflüssigkeit, die hat kein eigenes Herz. Eine Mangelernährung, weil wir heute nur Füllstoffe für unsere Mägen bekommen. Alles kochen wir tot, im Endeffekt müsstest du dich eigentlich von Rohkost ernähren. Ein tiefsitzender psychischer Konflikt, und der ist bei fast allen Krebspatienten immer da, außer du hast einen strengen Adrenalinmangel. Das ist der 4. Aspekt, den du immer dabei hast, einen strengen Adrenalinmangel. Meistens ist es so, dass du auf Konflikte mit Adrenalinauswurf reagierst. Über einen längeren Zeitraum hast du dann kein Adrenalin mehr. Du hast Adrenalin und Insulin im Blut, das sind die großen Gegenspieler. Der Insulinspiegel geht hoch und pumpt dann Zucker in die Zellen, woraufhin dein Körper gezwungen ist, in einen Mehrfachzuckerverbrauch, also in einen Zuckerverbrennungsmodus zu gehen. Und das ist auch sehr wichtig für dich, weil würde dein Körper keinen Tumor anlegen, dann wärst du schon so zellübersäuert, dass deine Nieren irgendwann aufgeben, dass du blind wirst und dass du innerlich verblutest. Ich habe mir aus dem Krebs rausgeholfen. Ich werde in meinen nächsten Videos dezidiert darauf eingehen, wie man Krebs heilt, wie man Krebs wegbekommt. Ich bin kein Arzt, ich darf euch keine Heilungsanweisungen geben, aber ich darf euch sehr wohl sagen, was ich selber gemacht habe. Das ist mein gutes Recht, wie ich mich ernährt habe, was ich getan habe. Ich habe meinen Krebs besiegt und ich will, dass du das auch kannst.